Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind noch in Ostagar, haben letztes Mal Alistair kennengelernt und sollen uns jetzt mit Duncan treffen. Das werden wir gleich mal tun, denn er hat einen Auftrag für uns. Das ist nicht gut. Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Seid ihr der neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Das war ja auch noch. Wo liegt das Problem? Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Wieso denkt ihr, ich könnte ihm den Maulkorb anlegen? Ihr seid ein grauer Wächter. Oder werdet es bald sein. Die Wächter sind immun gegen die Verderbtheit der dunklen Brut. Das Einzige, worüber ihr euch Sorgen machen müsst, sind ein paar Bissspuren. Gut, ich werde es versuchen. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Na schön. Oh, guck mal, wie der schon guckt. Der kleine Mopsi. Der Hund sieht respektvoll zu dir auf und legt seine Angriffshaltung ab. In seinen Augen erkennst du Intelligenz, ebenso wie große Schmerzen. Dieses Tier ist sehr krank. Oh, wir können ihm den Maulkorb anlegen oder ihn erschlagen. Nein, das machen wir nicht. Maulkorb. Der Mabari knurrt schwach, aber greift dich nicht an. Als du fertig bist, winselt er klagend. Gut gemacht. Jetzt kann ich den Hund versorgen. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Möglicherweise. Wieso? Es gibt eine bestimmte Pflanze, die die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Ja, gut, ich werde versuchen, eine zu finden. Gut. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Oh. Ja, die Mabari-Hunde, den kennen wir noch von menschlichen Adligen aus der Origin-Story. Der hatte ja einen als Haustier, aber irgendwie sind die schon putzig aus. Ich meine, die sehen zwar ein bisschen bullig aus, wie eben eine Bulldogge und... Ja, weiß ja auch nicht. Aber irgendwie sind sie schon ganz knuffig, dafür, dass sie so groß sind. Gut, Duncan. Seht mal übrigens, sein Name ist Orange. Das heißt, er ist ziemlich stark. Du hast Alistair also gefunden, was? Gut. Ich nehme an, du bist bereit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Natürlich nur, wenn du keine weiteren Magier mehr verärgern musst, Alistair. Was soll ich sagen? Die ehrwürdige Mutter hat mich überfallen. So wie sie die Schuldkeule schwingt, sollte man sie in die Armee stecken. Sie hat dich also gezwungen, dich über Magier lustig zu machen? Wir können es uns nicht leisten, irgendjemanden zu verärgern. Wir dürfen unseren Feinden nicht noch mehr Munition gegen uns liefern. Es tut mir leid, Duncan. Ich sorge dafür, dass wir vollzählig sind. Das hier ist Sir Jory, ein Ritter aus Radcliffe. Wie geht es euch? Und das hier ist natürlich der Rekrut, den Duncan uns angekündigt hat. Hallo, ich bin Bruger. Oder Moinsen, ich bin Bruger. Schön, euch zu treffen, das passt besser. Nun denn. Jetzt, wo ihr alle hier seid, können wir beginnen. Ihr vier werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, drei Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen. Eins für jeden Rekruten. Und wofür brauchen wir das Blut der dunklen Brut? Für den eigentlichen Beitritt. Ich erkläre es euch, wenn ihr zurück seid. Na gut, und was ist die zweite Aufgabe? Einst gab es in der Wildnis ein Archiv der Grauen Wächter. Es wurde vor langer Zeit aufgegeben, als wir es uns nicht mehr leisten konnten, derart abgelegene Vorposten zu unterhalten. Vor kurzem haben wir erfahren, dass einige Schriftrollen zurückgelassen wurden. Um sie zu schützen, wurden sie magisch versiegelt. Alistair, ich möchte, dass ihr diese Schriftrollen findet und mitbringt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Wir sollen das Archiv und drei Fläschchen mit Blut suchen, verstanden. Die Schriftrollen enthalten Verträge, in denen uns Unterstützung zugesichert wird. Bei dem, was uns bevorsteht, könnten diese Verträge hilfreich sein. Gib gut auf sie Acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. Sehr gut. Was nicht alles noch passiert. Wir sind erst zum Magier geworden und jetzt sollen wir schon bald zum Grauen Wächter werden. Interessant. Aber seht mal, wir haben eine vollständige Party bei uns, nämlich Devath und Jory sind jetzt auch noch mit dabei. Schauen wir uns die beiden gerade mal an.
Also Alistair. Was haben wir denn hier Schönes? Runenzeichen der Besorgnis. Plus 1 Willenskraft und plus 10 mentale Widerstandskraft. Ich habe beim ersten Mal immer gedacht, was will denn ein Krieger mit Willenskraft? Aber wie schon gesagt, Willenskraft ist nicht nur Mana, sondern auch dieser gelbe Ausdauerbalken hier. Und das ist sehr wichtig. Ja, Alistair, wie ihr seht, ist der typische Tank, also Schild und Schwert. Also Schadensabsorbierer. Daveth ist in dem Falle ein Schurke, glaube ich. Hat zumindest einen Langbogen. Die Dolche nehme ich ihm mal ab. Ja, das hat einen Grund. Das habe ich ja schon gesagt. Oh, und Jory hat auch einen Bogen. Den nehme ich ihm mal ab. Denn temporäre Gruppenmitglieder, das kann ich ja an dieser Stelle schon mal sagen, die werden nicht ewig bei uns bleiben. Die kann man ruhig ein bisschen ausplündern und kann das Zeug verkaufen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, nicht gerade Rollenspiel, aber naja, ich muss ja auch ein bisschen ans Geld denken. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Na gut, dass ich noch kein grauer Wächter bin. Da kann mir ja nichts passieren. Naja, man weiß es nicht. Also die Wildnis ist nicht umsonst wild. Oh, warte mal, ich glaube. Ja, David muss ich wieder die Waffe wechseln. Kann ich das nicht? Achso, mit Minus. Ja gut. Das Interface ist sehr, sehr klein. Also ich muss da immer ein bisschen näher ran. Ich werde natürlich die Texte auch weiter vorlesen, wenn sie relevant sind. Okay. Da kommen gleich mal Wölfe hier. Als Begrüßungskomitee, wenn wir in die Wildnis gehen. Na, super. Ach so, wartet mal. Ich will noch kurz auf die Taktiken eingehen. Dann ist aber auch gut. Dann ist genug hier Geplänkel. Und zwar, meine Taktiken sind schon festgelegt. Deswegen sage ich, also gerade auf den leichteren Schwierigkeitsgraden kann man sich da voll und ganz drauf verlassen. Auf den schwierigeren eigentlich auch, aber gerade bei schweren Kämpfen übernehme ich gerne selbst die Kontrolle. Und zwar, wenn wir selbst unter so und so viel Prozent Gesundheit sind, heilen wir uns. Wenn die Gefährten unter so und so viel Gesundheit sind, etc. Dann Alistair, den werde ich mal auf Verteidiger stellen. Denn so nutzt er alle seine Fähigkeiten sinnvoll. Das heißt, wenn andere angegriffen werden und unter einem bestimmten Prozentsatz Leben fallen und so weiter. Da geht mir schon die Stimme flöten. Derweil machen wir als Bogenschützen. Denn ich möchte ihn nicht im Nahkampf mit den Dolchen kämpfen lassen, die ich ihm sowieso schon abgenommen habe. Und Jory machen wir zum Schläger, denn er ist ja Zweikampf oder ja zwei Waffen oder Zweihandwaffen spezialisiert, so passt's. Und deswegen kann er sich mal voll reinsteigern und alles niedermetzeln. Aber, na, mach ich gleich. Flammenwaffen werde ich auch noch verteilen. So, ihr Wölfchen. Oh. Flammenwaffen. So, darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Das ist nämlich ein bisschen komplizierter mit den Buffs, wenn man so möchte. So, heilen wir uns. Zack. Ach, das lief ja super geschmeidig, du. Gar kein Problem. Ja, klar. Natürlich haben Wölfe Wolfsfell dabei. Ja. Ich soll ihn gleich mal über den Kopf ziehen. Wie ihr meint. Und Wundumschläge, okay. Was ich übrigens gut finde, wenn man Gegner geplündert hat, werden sie die sofort zu diesen Haufen hier. Also man sieht, dass nichts mehr drin ist. Es haben aber auch nicht alle Gegner Beute, wie ihr hier seht. Achso, und danke für den Tipp. Mit Tab kann ich übrigens alles ein bisschen hervorheben, sehe meine Charaktere und sehe auch Gegenstände, mit denen ich interagieren kann. So jetzt dieser Körper da vorne. Missionar Jogby. Oh, da sind schon die ersten Toten. Toll. Ein Brief und ein Schlüssel zur Truhe... Ah ne, das hab ich ja. Haha, ne, ein Brief einfach nur. Brief an Jogby. Und der Missionar, neue Quest. Gucken wir gleich mal. In der Kokari-Wildnis. Der Missionar. Du hast in der Nähe des Eingangs zur Kokari-Wildnis einen Leichnam gefunden. Er hatte einen Brief bei sich, in dem ein Weg durch die Wildnis beschrieben wird, der den Verstorbenen zu einem Treffpunkt mit seinem Vater führen sollte. Genauere Informationen findest du in den Aufzeichnungen. Ein Brief an Jogby. Ja, das ist alles erstmal das, was wir noch aktiv haben. Ich werde das nur mal aktivieren. Das ist uninteressant. Noch. Das machen wir später, den Premium-Inhalt. Das heißt, die Zusatzquests, die es noch gibt. Genau. Ich wollte nochmal kurz die Codex-Seiten questbezogen. Da haben wir es. Brief an Jogby. Mein lieber Sohn, es erfüllt mich mit Freude, dass du in meine Fußstapfen und das Wort des Erbauers zu denen bringen willst, die nicht erleuchtet sind. Allerdings hättest du dir dafür einen ungefährlicheren Ort aussuchen können. Verzeih, dass ich bereits in die Wildnis aufgebrochen bin, Sohn. Aber ich wollte schon mal ein Lager aufschlagen und mit der Arbeit beginnen. Die Chasent haben Respekt vor jedem, der sich in der Wildnis behaupten kann, und ich will vor deiner Ankunft eine Abmachung mit einem dortigen Stamm treffen, damit wir ein paar Freunde haben.
Du wirst feststellen, dass es schwierig ist, sich in der Wildnis zu orientieren. Ich habe unten ein paar Punkte aufgelistet, denen du folgen solltest. So gelangst du zu einem Ort, an dem ich Vorräte für dich hinterlassen habe. Wenn du dich verirrst, geh dorthin zurück und ich finde dich dann schon. Die Punkte sind jetzt erstmal egal. Dort ist unser Treffpunkt. Ich liebe dich, Jogby, mein Sohn. Und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Dein Vater. Ja, die Punkte werden wir nämlich sowieso finden. Ich werde nämlich öfter mal Tab drücken und dann sehen wir es schon. Oh, seht mal, sterbender Soldat. Was ist mit dem los? Ja, er stirbt. Ha! Na, armes Schwein. Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager! Sie kamen aus dem Boden? Wir sollten zumindest versuchen, seine Wunden zu verbinden. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Oh! Ich muss hier weg! Habe ich da etwa gerade ein Level abgehört? Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? Hundert? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Wenn du mich fragst, bist du doch ein Feigling. Es ist Teil unserer Prüfung, diese Gefahren zu überstehen. Das ist... wahr. Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben, aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Ich finde diesen Effekt von den brennenden Waffen übrigens super. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ihr seht jetzt hier, das Symbol blinkt permanent. Ich werde es mal ein bisschen wegziehen. Und meine Mana ist dauerhaft verringert. Das heißt, die Aufrechterhaltung dieses Zaubers kostet mich eben Zauberkraft. Oder... ja, ganz einfach Mana kostet es mich. Eine Wildnisblume. Wenn wir uns ganz kurz mal umschauen. Ja, die Karte ist recht groß für so ein kleines Anfangsgebiet. Aber ich denke mal, wir werden uns hier zurechtfinden. Oh, eine Elfenwurzel steht da. Ja, das meinte ich. Dieses, Hervorheben ist ziemlich praktisch. So, Elfenwurzel nehmen wir natürlich mit. Es ist ja ein Herstellungsmaterial. Können wir später noch sehr gut gebrauchen, diese Teile. Ich werde mir auch mal die Wundumschläge reinpacken. Schwacher Wundumschlag. Habe ich so eine Notfallration schon? Nee, leider nicht. Leider nicht. Na gut, das kommt noch. Das, was ich angesprochen habe, wenn man im Kampf K.O. geht, dann kann man sich damit wieder aufpäppeln. Oder muss sich sogar aufpäppeln, weil man ja dann einen... oh oh. Vorne sind schon wieder welche. Weil man ja dann einen Malus hat. Einen dauerhaften, wenn man nichts dagegen tut. So, was ist hier? Elfenwurzel. Oh oh. Oh oh. Von wo denn? Wird erledigt. Ach der. Na gut, der ist egal, der Herlock. Es gibt übrigens verschiedene Sorten von diesen... Brutviechern. Herlocks sind mehr so die menschenähnlichen. Genlocks sind ziemlich klein und muten wir so wie Zwerge an ein bisschen. War nicht ein Orientierungspunkt? Man sieht die nicht. Also man muss da mit der Maus immer drüber gehen. Aber ich werde erstmal die ganzen Gegner beseitigen und mich dann mal danach umschauen. Ja. Da seht ihr, das ist ein Genlock, das ist ein Herlock. Ja, das wird noch erklärt. Hahaha, nicht zu mir! Ihr Idioten. So, ihr könnt alle brennen. Oh oh, ich habe Alice damit getroffen. Das ist nicht gut. Jetzt wartet mal, ich muss mal ganz kurz Alice da auswählen. Ich werde ihm mal die Wundumschläge reinpacken ins Inventar. Also in die Leiste und werde ihn mal einen nutzen lassen. Besser ist das. Oh, hat mich betäubt. Schwein. Alice, könntest du mal nicht weglaufen und mich beschützen? Ich blute heftig. Oh, gut. Jory ist schon erledigt. Ah, ha, ha.
Aber das kriegen wir hin. Der steht gleich wieder auf. So. Sehr schön. Mann, kalt, alles da. Ah, die Finisher, die muss ich mal versuchen ein bisschen einzufangen, weil die sind immer sehr spektakulär, muss man sagen. Oh, Fläschchen. Schon das erste Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut. Wie sich das schon anhört, ne? Sehr klangvoll. Ja. Das Blut der dunklen Brut. Finden wir übrigens nicht überall, aber da hätten wir es schon. Erste Quest erledigt. Ja, überleg mal, Alistair ist schon ein grauer Wächter, Jory noch nicht, ebenso Davith nicht und wir auch nicht. Deswegen, vielleicht könnt ihr euch schon denken, was wir das Blut brauchen werden. Na, seht mal hier, das ist dumm. Das ist nämlich dieser Malus, den man bekommt, wenn man K.O. geht. Bluthusten. Abzug auf Erschöpfung. Verwende eine Verletzungsausrüstung oder suche das Lager der Gruppe auf, um diese Verletzung zu heilen. Ja, da sollte man sich eigentlich drum kümmern, aber ich werde es jetzt mal vernachlässigen, weil, ja, ich habe sowas nicht. Ich habe kein Notfallset. Ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Englisch hieß, als ich das gespielt habe. Oh, eine Truhe. Aha. Ein Tongötze. Kälteresistenz. Rigbys Tagebuch. Lesen wir doch gleich mal. Zeichen der Chasent. Chasent ist, glaube ich, so ein... Ja, so eine Art Jägersverein. Ich kann es gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Oh, seht mal. Wegzeichen der Chasent. Da haben wir schon das erste. Und ich glaube, wir müssen hier aufpassen an dieser Stelle, weil da war irgendwas. Da seht ihr. Da haben wir's. Sehr schön. Das war das erste. So, ich glaube, jetzt kann ich gleich wieder ein Stück zurückgehen, denn dort finden wir das nächste. Da oben, genau. Seht ihr? Wegzeichen der Chasent. Ja, also selbst wenn ihr es im Vollbild spielt, oder schaut, in dem Falle jetzt, ich spiele es ja im Vollbild, dann ist das sehr, sehr klein, die Schrift. Hier drüben. Und nicht so gut für Leute geeignet, die eigentlich eine Brille bräuchten. Ich brauche jetzt keine, also es geht, aber die Schrift ist doch winzig. So, da ist wieder eine Elfenwurzel. Und ich glaube, ja, da vorne steht schon wieder der nächste Herlock. Mistviecher. Dunkle Brut. Vorsicht! Ja, da oben sind sie. Zuerst mal die Bogenschützen ausschalten, das ist besser. Mit einer lebenden Bombe. So, bleibt mal schön beisammen stehen. Oh, guck mal, ich habe einen Pfeil im Hals. Das ist ja nett. Oh, oh. Leute, ihr steht da ganz schlecht. Oh Gott, Alistair. Ich glaube, du heilst dich mal ein bisschen. Bams. Da ist gerade die lebende Bombe hochgegangen. Wie gut ist das denn? Ah, schieß. Quatsch. Ja, es hat schon Vorteile, wenn man am Anfang einen Magier dabei hat, der heilen kann. Bams. So. Das klappt doch hervorragend. Ja, die Kämpfe hier sind noch wirklich leicht, aber es kommen noch andere, glaubt mir. Es kommen noch ganz andere. Ja, ja. So, lass mich mal kurz schauen, wo sind wir? Ja, man kann leider nicht rumscrollen auf der Minimap, wollte ich schon sagen, die ist ja hier oben. Finde ich etwas schade, weil man hat doch manchmal Orientierungsschwierigkeiten. Oh, Wildnisblume, da oben ist eine Todeswurzel und da stehen noch welche. Es kommt bald eine Stelle, da werde ich vielleicht sogar sterben. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Na, wartet mal. Erledigt. Ach, da kommen sie schon. So. So, schauen wir mal. Lebende Bombe, bitte. Na, ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht zu mir gerannt. Oh doch, er kommt zu mir. Ah, da. Oh, nein, der hat mich niedergehauen. Das ist ganz schlecht. Oh Gott. Alistair, heilst du dich auch mal? Sehr gut. Ich spiele jetzt nicht gerade taktisch, ich weiß. Normalerweise soll man versuchen, immer so ein bisschen die Nahkämpfer von den Fernkämpfern zu separieren. Also gar nicht erst die Gegner an sich rankommen lassen und am besten nur die angreifen, die auch gerade auf den Tank einschlagen. Also auf den Schadensabsorbierer. Also gewöhnt euch dran, ich werde die englischen Begriffe nutzen. Oh, Gift? Ja, ich kann auch Gift auf meine Waffen schmieren, aber dafür brauche ich leider die Fertigkeit. Ist ein bisschen komisch, also auch für Nahkämpfer. Die können das nur nutzen, wenn sie dann Waffen vergiften haben, also dieses hier, ne? Oder dieses, wo ist es denn? Ich find's jetzt nicht. Da, hier.
Gifterstellung. Ich glaube, das braucht man, um Gifte zu nutzen. Und das werde ich nicht haben, da Gifterstellung. Waffen, die mit diesem schwachen Gift beschichtet sind, verursachen bei jedem Treffer zusätzlichen Naturschaden. Das wird dann für einen Charakter sein, auf den ich mich schon sehr freue. Aber dazu kommen wir später. Ich kann jetzt schon mal sagen, die Party, die wir später um uns haben werden, ist sehr farbenfroh, was die Herkunft und so weiter angeht. Oh, da sind ja noch mehr. Ah, ja. Okay, ich bin immer wieder voll. Ich werde mal öfter zwischenspeichern mit einem Quicksave. Ja, das sind alles Nahkämpfer, ne? Ja, das ist schlecht. So, warte mal. Ihr geht mal alle auf die. Sehr gut, Alter, da hauen rum, die Sau. Und ihr kriegt erstmal einen Flammenschlag. Oh, oh, geht mal nicht auf mich, geht mal auf Alistair. Hilfe! Alistair, rette mich! Mein Kumpel. So, haut die mal weg hier, bitte. Na, geht doch. Oh, jei. Kettenrüstung, ja, nehmen wir alles mit. Blut habe ich ja schon genug, brauche ich keins mehr. Oh, seht mal, da sind noch Wölfe. Und ein Genlock, der gegen sie kämpft. Na, wer gewinnt? Wer gewinnt? Ist mir egal. Das meinte ich, man muss hier aufpassen. Oh, Alistair, du stehst schlecht. Was hat nicht gezählt, okay? Für dich besteht keinerlei Hoffnung mehr. Ja, denn diese Genlock-Schurken, die kündigen sich immer durch so ein Knurren an. Also man hört schon, wenn die gleich kommen werden. Ist ein bisschen doof, aber naja, am Anfang sind sie noch nicht wirklich gefährlich. Später kann mal 1-2 Treffer genügen und man ist nicht mehr so ganz lebendig. Bisschen nach Rigby, da liegt er ja. Rigbys letzter Wille und Testament. Okay. Rigbys letzter Wille und Testament, das lesen wir gleich mal. Das ist interessant. Questbezogen. Was, wir haben schon 3? Was haben wir denn da? Zeichen der Chasend. Ach komm, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Das ist wahrscheinlich nicht so interessant. An den, der auch immer diese Zeilen findet. Dies ist der letzte Wille und das Testament des Missionars Rigby, stolzer Verkünder des Wortes des Erbauers. Ich bin in die Wildnis gekommen, um den Gesang zu predigen. Aber ich fürchte... Entschuldigung. Ich werde hier durch die Hand der dunklen Brut sterben. Alle meine Habseligkeiten vermache ich meiner Gemahlin Jetta. Sollte der Erfinder dieser Zeilen mildtätig sein, so kann er eine verschlossene Geldkassette vergraben. Was? So kann er? Achso. In unserem Lager... Ach, vergraben in unserem Lager finden. Ich bin so ein Eumel. Das in einer Tevinter-Ruine am westlichen Rand der Wildnis aufgeschlagen ist. Sie soll meiner Frau in Radcliffe überbracht und zwar... sie soll meiner Frau in Radcliffe überwacht und zwar immer noch versiegelt. Na gut. Werden fehlt. Ich entschuldige mich bei meiner Frau und meinem Sohn dafür, dass meine Arbeit mich ihnen wegnimmt. Aber zumindest weiß ich, dass ich im Dienste des Erbauers mein Leben aushauchte. Rigby. Ja. Wie soll ich sagen? Ich sag mal lieber nichts dazu. Aufopferung gut und schön, aber wenn man eine Familie hat und um die man sich eigentlich zu kümmern hat, dann ist das nicht so ganz in Ordnung. Ja, ich kann leider keine Schlösser knacken. Oh, habt ihr das gehört? Dieses Knurren. Das heißt, gleich kommen wieder Schurken. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Bis zum Tod! Ja, bis zum Tod. Ich wollte gerade sagen, oh, Level up. Schön. Schön, schön, schön. So, was habt ihr denn? Seht mal, direkt die Knochen liegen da. Manchmal dauert es ein bisschen, bis die plünderbar sind. Manchmal gibt es aber auch einfach nichts. Na gut. Was haben wir denn noch alles hier? Irgendwo muss hier noch ein Punkt der Chasend sein, soweit ich weiß. Ja, da werde ich erstmal nicht hingehen, diese Richtung. Ja, ihr werdet schon sehen, warum. Oh, Wegpunkt der Chasend, da haben wir ihn doch. Man kann hier übrigens ganz rollenspiel-untypisch, also für so ein Spiel, mit WASD laufen, ihr seht's ja. Finde ich super. Weil in Baldur's Gate zum Beispiel ging das ja noch nicht. Oh, da ist das nächste Wegzeichen der Chasend. Seht ihr, man muss da die Reihenfolge einhalten und da kommen wieder Schurken. Ach, ihr macht das ja schon. Ihr seid super, Leute. Ja, mit dem Feuer sollte man aufpassen. Aber auch als Magier, der eigentlich mithalt, ist man nicht ganz... Ist man nicht ganz, hilflos.
Ja, Level Up mache ich gleich, keine Sorge. Ich will erstmal den ganzen Kram hier einsammeln. Die Wildnisblume. Ach, seht mal, das ist die, die wir brauchen für die Mabaris, für die Hunde. Ne, wo ist es? Da. Ja. dieser Sound ist lustig. So, jetzt werde ich nämlich erstmal das Lager unter den Tevinter-Ruinen gehen. Vielleicht wisst ihr noch, welche ich meine. Die hier vorne nämlich. Aber ich meine eigentlich, hier käme nochmal so ein kleines Rudel von Schurken. Von Genlock-Schurken, oder? Da seht ihr, verstecktes Lager. Und wir müssen sogar genau im Lagerfeuer buddeln. Wer hätte das gedacht? Das ist ein gutes Versteck, finde ich. Du durchwühlst den Schutt und findest Rigbys Geheimversteck. Darin liegt eine mit Wachs versiegelte eiserne Schatulle. Wir nehmen sie und bringen sie Jetta. Du verstaust die Schatulle in deinem Gepäck. Ja, wir könnten sie plündern, aber wie gesagt, es ist immerhin sein letzter Wille und ich finde, den sollte man schon ehren. Ich glaube, wenn überhaupt, da waren ein paar Geldstücke drin. Ich hab's schon geöffnet, ja. Also, es gibt kein wirkliches Moralsystem, wie in anderen Spielen, dass man sagen kann, man hat ein positives und negatives Karma. Aber, ja, wie soll ich sagen, die Charaktere reagieren auf einen. Wenn man zum Beispiel jetzt Charaktere dabei hat wie Alistair. Alistair ist natürlich von Grund auf gut. Ich meine, immerhin war er mal ein Templer, das kommt ja nicht von ungefähr. Also seht mal, Wegzeichen der Chasins und Wegzeichen, okay, die holen wir schnell. Da wird er dementsprechend drauf reagieren und sein Freundschaftswert nimmt ab und das, ja, ist nicht gerade gut für seine Kampfesfertigkeiten, wenn man nämlich die Freundschaften auf einen gewissen Wert steigert. Was? Ja, ja. Dann erhöht sich auch der Wert dementsprechend und sie bekommen neue Fähigkeiten. Also lohnt es sich, zu jedem der Gruppenmitglieder ein gutes Verhältnis zu haben. Ja, ich glaube, manche bekommen auch Fähigkeiten, wenn man schlechte Verhältnisse zu ihnen hat. Ich weiß es nicht. Und man kann sogar Liebesbeziehungen eingehen, ja. Sogar Homosexuelle. Also als Frau mit einer Frau oder als Mann mit einem Mann, wie man möchte. Selbstverständlich. Na gut, nicht wie man möchte. Man muss halt was dafür tun, aber... Naja, ich sag gleich, ich werde eine Hetero-Beziehung eingehen. Nicht, dass ihr denkt, ich mache hier Schweinereien. Man kann, glaube ich, auch sogar eine Dreiecksbeziehung haben mit einem Mann und einer Frau. Und sogar einen flotten Dreier oder Vierer veranstalten. Aber das sind alles so Sachen, die werdet ihr nicht sehen. Das ist Schweinerei. Das ist Schweinskram. Das macht mal in eurem Kämmerlein dann. Ja, das ist mir auch zu viel Arbeit, ehrlich gesagt. Ich habe davon gelesen und es ist durchaus interessant. Aber ich muss auch wieder sagen, genau wie in anderen Rollenspielen oder andere, vor allem amerikanische Rollenspiele. Ja, ich weiß, es ist aus Kanada, BioWare und so. Aber die sind immer ein bisschen prüde, was das angeht. Also ihr bekommt eh nicht viel zu sehen. Und gerade wegen YouTube kann man nicht mal einen Nippel zeigen, ohne dass da gleich wieder gemeckert wird und das Video auf 18 geschaltet wird. Brutalität ist ja total egal, aber Nippel, uiuiui. Zeigt bloß keine Nippel. Ich sag's euch nur, im Guten. So, ich werde mal kurz speichern. Ist immer mal wieder notwendig, weil mir ist es schon mal abgestürzt. Also damals ist mir es oft abgestürzt auf meinem alten Computer. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob es am Spiel generell lag, weil es ist doch nicht so ganz bugfrei. Na kommt, ihr Wölfchen. Komm, komm, kommt. Aber Wölfchen. Na? Schön, ne? Stinkendes Fell. Ja, ich merke schon, mit der lebenden Bombe muss ich vorsichtig sein. Die hätte ich jetzt hier zünden können, aber ist vielleicht nicht so gut. So, komm schon. Bams. Alistair heilen. Wunderbar. So, nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Schön. Na, die Kampfmusik ist noch nicht vorbei. Wir sehen auch warum. Da oben steht noch was. Alpha Wolf. Ja, der ist gelb. Gelb heißt, dass sie schon ein bisschen stärker sind. Aber ich wollte nicht gegen Duncan kämpfen zu diesem Zeitpunkt, denn der war ja orange, wie ihr wisst. Und orange heißt starker, starker Gegner. Rot heißt, glaube ich, dass der Gegner noch zu stark ist. Vor allem hochleveliger ist als einer. Also als man selbst. Ach komm, du kannst doch nicht sagen, dass es da jetzt nichts gibt. Beim Alpha-Wolf. Och Mann. Aber hier steht eine Kiste. Unter diesen komischen Tevinter-Statuen? Nee, das... Irgendwie erinnert sie an die Statue aus der Magier-Akademie, oder? Aus dem Magier-Turm. Sehr schön. Komische... Ja, oh, seht mal. Flachklinge der Chasin, Großschwert, ein Brief. Aha. Und zwei Silber. Na, supi, nehmen wir mit. Abschiedsbrief an Jogby. Ja, schauen wir mal ganz kurz noch rein.
Wo ist er denn? Ach nee, hier, Codex. Codex. Mein lieber Sohn Jogby, ich fürchte, das wird mein letzter Brief an dich sein. Ich hatte Schwierigkeiten, die Chasin zu finden, um ihnen das Wort des Erbauers zu bringen. Ich fand nur Beweise ihres Aufbruchs. Sie scheinen die Gegend in größter Eile verlassen zu haben, vermutlich auf der Flucht vor der sogenannten dunklen Brut, die sich angeblich in der Wildnis in wachsender Zahl sammelt. Ich habe dir eine Waffe zurückgelassen und alles andere, was ich entbehren kann, mein Sohn. Ich werde nach dir suchen, sobald ich einen sicheren Platz gefunden habe. Hoffentlich bleibst du unversehrt. Mit etwas Glück treffen wir uns wieder. Wenn du deine Mutter siehst, dann sag ihr, dass ich sie liebe. Und kümmere dich um deine Familie. Dein dich liebender Vater, Rigby. Ja. Gut, Leute, ich würde aber sagen, an dieser Stelle... Oh, ich überziehe gerade. Mache ich nochmal eine Pause. Ich würde mich über euer Feedback sehr freuen. Schreibt mir ein paar Kommentare, wäre super. Und wir sehen uns dann wieder nächstes Mal, wenn es heißt Dragon Age Origins.